Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Bounce. Wir bauen heute eine Vertical Windmill. Und zwar auch, ich glaube, auf dem Dach unseres alten Hauses. Ich habe mir überlegt, es gibt hier sehr, sehr viele Orte, wo man sie hinbauen könnte. Aber da ich hier nicht mehr drin schlafe, naja, genug gesagt, getan. Bauen wir jetzt eine Vertical Windmill. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Wooden Axles. Die bauen wir jetzt im Schnellverfahren. Ich habe oben schon mal den Grinder ausgemacht. Und wir brauchen hier ganz viel Rope. Wir brauchen das da, das da. Das brauchen wir nicht. Genau, so, was brauchen wir denn für die Vertical Windmill? Wir brauchen Axles, und zwar, wenn ich mich nicht irre, 9 oder so. So. Machen wir einmal so, da haben wir 6. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, wie viel wir brauchen, aber wir brauchen sowieso noch ein paar. Dementsprechend machen wir jetzt einfach mal. So, also, Hemp-Fibers? Ich wusste doch, wir haben genügend Hemp-Fibers. So, wir brauchen Rope. Ich denke, 10 reichen. So. Gut, dann brauchen wir Windmill. Windmill. Genau. Die Windmill, und zwar die Vertical Windmill. Dafür brauchen wir diese 5 Windsails. Hätten wir auch. Und wir brauchen noch ein paar Gearboxes. Und zwar diese. Was das Tolle ist bei der Säge, die habe ich ja euch beim vorletzten Mal gezeigt. Wenn man die ganz kleinsten Sachen, also die Knobs, habe ich hier noch welche? Ne, die sind alle draußen in der Kiste. Nochmal schneidet, kriegt man Wooden Gears. Bedeutet also, man kriegt super viele Gears. So. Das kann da eigentlich drauf bleiben. Sehr günstig. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn wir dann hier eventuell das dann haben. So. Wir benötigen Folgendes. Wir bauen hier das Ding rein. Setzen hier das drauf. Und ich glaube dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich meine, es sind 7, aber man weiß es nicht. Oh nein, 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 nein. Hä? Das funktioniert. Okay. Gut. Gut, es waren zu viele. Aber, hä? So verschwinden sie alle. Wieso funktioniert das nicht? Dann setzen wir jetzt mal hier das da drauf. Und machen es folgendermaßen. Sehr gut. Machen wir das halt einfach so. So, 1, 2, 3, 4.
So. Also, das Schöne daran ist, wir haben jetzt eine Windmühle. Die müssen wir aber... Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. So. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. So, wir schlafen mal eine Runde. Ich möchte diese beiden Dinger da oben nicht haben. Ich möchte die Exels da auf keinen Fall haben. Ich hoffe, ich komme da jetzt dran. Nein. Ja. So, das ist doch sehr... Das ist doch sehr gut. Eigentlich würde ich da ganz gerne irgendwie so ein Gerüst drum bauen. Dass das so aussieht, als wäre das so in so einem Turm drin. Dazu kommen wir aber noch. So. Jetzt erstmal. Genau. Mir geht das nämlich auf den Keks, dass wir immer so viel... Wenn wir sägen mussten, war halt das Problem, dass man dann nur so sägen konnte. So, wir brauchen noch ein Lever. Sonst geht das Ding da eventuell kaputt bei einem Sturm. Was jetzt nicht unbedingt so schlimm wäre. Ja. Dafür brauchen wir vielleicht auch in diesem Fall ein Windchime. Das werden wir aber noch bauen. So, ich habe erfahren, man kann diese Dinger färben. Ich weiß bloß nicht, ob wir irgendwas zum Färben haben. Also, naja. Gut, okay. Mir ist außerdem eingefallen, wir haben ja noch diese Buchtasche bekommen. Und wir haben das Enchanted Book Power 5 für den Bogen. Na, das ist doch toll. Kommen wir gleich hier mit reintun. So, einmal hier hin. Den zweiten, den stellen wir dann trotzdem hier hin. Dann sieht das schön aus. So. Dann benötigen wir... eigentlich brauchen wir da jetzt keine Tür mehr, ne? Wisst ihr was? Das ist jetzt einfach... Ja, finde ich gut. Wir haben... Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir hauen hier das auch weg. Dann machen wir hier die letzte Gearbox hin. Drehen die so, dass das in Ordnung ist. Dann machen wir noch eine Excel hier oben drauf. Und dann setzen wir... hier die Säge hin. So, machen wir hier das wieder rein. Das ist doch schön. So. Ich kann euch das jetzt gerade mal demonstrieren. Und zwar, das ist jetzt die Slides. Wenn man die Slides, dann hat man hier die. Dann kriegt man ja die Nobs. Und mit den Nobs kriegt man die Zahnräder. Muss man sie sich nicht immer bauen. Das ist ganz gut. Das ist auch ganz gut. Das funktioniert. Ich würde ganz gerne trotzdem einen Lever bauen.
Ist unser Redstone, habe ich den Redstone aufgebraucht? Oder habe ich den weggeräumt? Ich habe den zwischen den beiden Folgen jetzt weggeräumt. Ich Doofkopf. Denn man braucht für einen Lever braucht man, glaube ich, auch Redstone. Ich meine ja. Cobblestone. Nein. Linksklick. Cobblestone, Stein und ein Ding. Ja. So. Au. Haben wir genügend Waffen? Ja, wir haben genügend Waffen. Nein! Oh. Immer und immer wieder passiert es mir. Ich bin nicht drauf vorbereitet. Jetzt ist er weg, ne? Ah, oder ist er wieder hier drin? Ich hatte nämlich einen erwischt und der war hier drin. Naja, gut. Okay. Passiert. Ja, gut, okay. Dafür ist, war einfach sehr wichtig. Gut. Ich sortiere mal gerade das Ganze weg. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir den Alchemical Condenser. Bis gleich. Ja, genau. Wir sind jetzt hier und schmeißen jetzt gerade mal ein paar Steinchen da rein. Und zwar benötigen wir einmal Terrakotta, 5 Bricks und zweimal 2 Bricks. Das heißt, 5 plus 2 sind 7 plus 2 sind 9. So, und dann benötigen wir noch einen Block of Terracotta. Obwohl. Ach, jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich meine, ich hätte hier noch welchen gehabt. Oh, ich habe auch noch Ziegel. Ja. Okay. Ja, genau. So, ich habe ein bisschen wegsortiert. Was wir dann machen müssen ist. He should was slain by Enderman. So. Was wir dann tun müssen, ist. Wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob der Eimer bestehen bleibt. Das ist der Alchemical Condenser. Den brauchen wir einmal. Dafür brauchen wir einen Block of Terracotta. Den da weg. Und den da mit einem Dings ersetzen. Ja, da verschwindet der Eimer. Oh oh. Bucket. Oh. Aber Bucket wird gar nicht so gemacht. Na gut. Na dann. So. Drei Buckets, weil ich ja meinen einen jetzt verloren habe. So, der Kondenser, der geht so. Und jetzt brauchen wir doch noch einen Stein. Einer zu wenig. So, und damit hätten wir... Toll. Gut, Basic Alchemy. Gut. Schauen wir mal drauf. Wir bauen das draußen auf. Aber wo? Hm. Ei, hier ist doch. Hier ist eine schöne Stelle. Also, wir brauchen in der Mitte erstmal den Alchemic. Da. Dann werden die angeschlossen.
So. Okay. Und der Alchemic Condenser, da kann man im Prinzip Potions erzeugen. So. Und was das für Potions sind, Healing Potion. So, Minecraft, das sind so die ganz normalen Minecraft Potions. Dafür braucht man ja den Brewing Stand. Ja, das ist eine gute Frage, aber Alchemic, es gibt eine Anleitung. Magic. So, dafür brauchen wir ein Buch und einen Knochen. Haben wir einen Knochen? Nein, wir haben keinen Knochen. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben keinen Knochen, deswegen den müssten wir uns jetzt holen. Aber wir, deswegen habe ich jetzt auch schon mal 6 Leder geholt. Wir basteln uns den, die Battle-Ausrüstung. So, es gibt hier diesen Battle-Harness. Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Weil die sind an, man ist damit nicht so langsam, aber er bietet Schutz. So, wir ziehen ihn an. So, sieht ein bisschen aus wie... Moment. Yeah, ich bin Super Trooper. Yeah. Moment. Nein. Okay, Spaß beiseite. Gut, es gibt noch keinen... Der hat keinen Helm, aber jetzt habe ich 1,5... man ist deswegen nicht langsamer. Übrigens, was ich herausgefunden habe und auch nachgelesen habe, Gras macht einen auch langsamer. Weswegen ich auch hier überall alles geblättet habe und ein paar Schaufeln verbraucht habe. Okay, dafür kriegen wir jetzt aber auch wieder eine Belohnung, ne? Battle Harness. Oh, gar keine wirkliche Belohnung. Alchemy, da. Wir müssen uns entscheiden und ich nehme... die 32 Glasflaschen. So, Basic Elixirs. Ah, die heißen nämlich nicht Elixir of Instant Health. So. Elixir. Genau. So, dafür braucht man Raw Beef und Chamomile. Okay. Außerdem braucht das Ding Wasser. So. Und dafür brauchen wir halt unseren Bucket. So. Genau. Und man kann das halt mit Wasser füllen. Ich glaube, Chamomile haben wir gar nicht. Da müssten wir jetzt erstmal suchen gehen. Das ist so eine weiße Pflanze. Dann würde ich jetzt gerade mal da hin und her rennen und gucken, ob ich nicht irgendwo so eine weiße Pflanze finde, ne? Gut. Ist das ausreichend? Gut. Da passen 8 Buckets auf Wasser rein. Raw Meat. Mystery Meat. Ach, Mystery Meat ist, bin ich, ne? Ah. So, das ist doch... Nee, das ist Mutton. Ach. Ich habe das Raw Beef hab ich geschlachtet. Ja, gut. Ich glaube, wir haben keine Chamomile. Ich glaube, hier auch nirgendwo welche gesehen zu haben. Auf so. Ich meine nicht. Aber das macht nichts. Hier sind ja überall Pflanzen. Ich weiß, das ist Verschwendung, weil ich welche zu Hause habe. Genau. Also, man kann nämlich keine Pflanzen einfach abhauen, die verschwinden dann. Das könnte doch Chamomile schon sein. Ich glaube, es ist keine Chamomile. Nö. Das ist Schnee irgendwas. So.
Ja, was ist das? Bachelor's Button. Oh, damit kann ich Blaufärbung machen. Ah! Ja. Das ist natürlich sicherlich vielleicht auch ganz schön zu wissen. Ihr könnt, die Flügel von den Windmühlen, die könnt ihr färben. Gut. Ich würde sagen, wisst ihr was? Ich laufe hier ein bisschen rum. Ich guck mal gerade, ob ich Kamomile finde. Wenn ich sie gefunden habe, dann kann ich euch zeigen, wie die aussieht. Und würde dann zum Abschluss der Folge euch nochmal zeigen, wie sowas aussieht, wenn denn dann die Flügel von der Windmühle gefärbt sind. Gut, das machen wir so. Bis gleich. Ja, das hier ist Chamomile. So, ich habe jetzt relativ... Ich bin einmal so rum und dann nochmal hier so rum. Und genau, habe relativ viele Pflanzen gesammelt. Wir brauchen aber nur die Chamomille. So, ich pflanze die dann zu Hause auch nochmal ein. Und, also, was ich übrigens auch festgestellt habe, welches Ding hier drin ist. Nein, 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 nicht wegrennen. Bleib doch hier. So, ich brauche noch ein Hühnchen für zu Hause, weil ich brauche eine Hühnchenfarm für Federn. Genau, ich brauche noch ein Pferd, ich kann einen Wolf zünden, aber genau, ich brauche Hühnchen. So, und deswegen nehme ich mir jetzt ein Hühnchen mit. Das geht übrigens auch, Moment. Genau, das geht auch mit Schweinchen. Und dann kann man die Shift-Steuerung absetzen. Oh. Was ist das? Azur Plur. Gut. Also, ich laufe jetzt nochmal zurück zu nach Hause. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und dann machen wir. Dann ist die Folge auch zu Ende. Ich zeige euch nur noch schnell, wie man Farbe macht und wie man dann die Segel einfärbt. Komm, komm, kleines Entchen, komm, kleines Hühnchen, wir müssen nach Hause. Ja, das ist dein neues Zuhause. Das wird noch größer, keine Sorge. Ja, keine Sorge, das wird noch größer. Habe ich schon ein Ei bekommen? Ja, okay. Du kriegst auch noch, oh, du kriegst auch noch ganz viele Freunde. Genau, Freunde. Gut, okay. Genau, was wollte ich sagen? Genau, wir wollten Farbe machen. Genau, so. Für die Farbe braucht man den Pulvus. So. Denn, was machen wir denn für Farbe? Hier, Sunflower-Gelb. Schmeißen wir mal. Moment. Yellow. Wahrscheinlich geht das gerade. Geht es mit Sonnenblumen halt nicht. Genau. Ah. In den Millstone. Genau. So. Einmal Sonnenblume rein. Einmal Hebel umlegen. Genau. Und zwar bekommen wir dadurch jetzt den rote, den gelben Farbstoff. Und ich denke mal, ich habe hier noch ein paar Poppies. Poppies, genau, die klassischen Poppies. Ich denke, ich mache die Segel rot-weiß. So, da haben wir jetzt schon einmal Farbe. Dann zeige ich euch das ganz kurz, wie das geht. Und zwar... Oh. Wir brauchen Rot. Man muss auf das Zentrum davon klicken und dann werden die gefärbt. Ich zeige euch das gleich mal hier anhand von dem Großen. Na, na, na. Hat die rote Farbe direkt? Ja, sehr schön. Genau. So. Und zwar hier drauf und dann einmal, zweimal
dreimal, viermal. So, jetzt haben wir rot, gelb, rot, gelb. Ja, ist doch super. So, da drauf ein paar Wildbeeren. Genau. Und, achso, der Chemical Condenser. Genau. So, ich nehme hier mal ein bisschen Kohle raus. So. Wir brauchen für den Chemical Condenser allerdings noch einmal Raw Beef. Guten Tag. Ich bin übrigens dazu übergegangen, die Axt zu benutzen. Da macht er nämlich nicht immer so Schwünge, sondern haut von oben eher zu. Das färbe ich auch noch gelb-rot ein. So, Wasser haben wir drin, davon braucht es aber nicht viel. Wir brauchen das Raw Beef und die Chamomile. Und natürlich brauchen wir Hitze. Genau, und daraus erzeugt er ein Instant Healing. Und dieser Farbeffekt, den finde ich auch besonders schön. Der ist so regenbogenartig. So. Oh, wir haben ja auch das Achievement. Haben wir Elixir of Instant Health. So. Tada. So. Und mit diesem Elixier... können wir natürlich auch viel besser dann den Nether bewältigen. Und das werden wir dann das nächste Mal in Angriff nehmen. Ich mache hier Vorbereitung, ich mache noch einige Heiltränke und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir uns rüsten, um den Nether zu erobern. Also eigentlich nicht den Nether zu erobern, sondern eher den... Ja... Also ich gucke mal, ob ich unten genügend Lava bekomme. Mein Ziel ist es hier oben... hinter unserer Basis ein Nether-Tor zu bauen. Mit der Lava, die wir da unten haben. Da floss ja Lava in der einen Höhle, wenn ihr euch erinnert. Die hole ich hier hoch. Daher habe ich auch da hinten den Abfall. Bei mir jetzt im Hintergrund. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es ab in den Nether geht. Bei der Pummelrunde. Bei Bounce. Ciao.